Leute, ich werde wahnsinnig. Was schlägt mir denn hier YouTube für ein Video vor? Kurzanalyse, dauert 10 Minuten. Freiestes Land Europas, Wirtschaftsstandort Ungarn. Aha. Mein absolutes Traumland. Nur kurze Information. Ich habe die letzten 5 Sommer immer mal wieder häufiger Budapest besucht, beziehungsweise Ungarn. Und ich bin also seit 2016 oder sowas in der Richtung echt absoluter Fan. Oder 2015 schon, glaube ich, zum ersten Mal war ich irgendwie dort. Absoluter Fan von diesem Land und überhaupt dann über die Pandemie und so weiter. Also da, wo quasi hier irgendwie der absolute Super-Lockdown war, ja, und ich wirklich fast verreckt wäre. Ohne mich quasi mir die Nadel geben zu lassen. Und dort sind die quasi auf den Straßen 2020, 2021, zumindest im Sommer. Kurzfristig gab es da auch die Pflichten, aber im Sommer sind sie dann wenigstens wieder auf der Straße, gab es da Salsa-Tänze und Partys und so weiter, während bei uns noch komplett alles dicht und was weiß ich alles war. Und sowas wie, ja, also ganz, ganz viele Sachen. Also es ist wirklich frei. Und ich habe dann tatsächlich einen Treuhänder mal beauftragt. Und ich war sogar diesen Juli mit Bekannten dort. Mittlerweile habe ich auch einige Leute kennengelernt. Bekannten dort im Marina Port heißt es dort. Also, wo die ganzen Expats und die ganzen quasi etwas betuchteren Leute. Und dort sind die Preise so krass auch angestiegen. Der Wahnsinn. Ne? Also, da hätte ich dann für so eine kleine Mikrowohnung, ja, mit 41 Quadratmeter und irgendwie ein Drittel davon war der Balkon. Also es war mir einfach zu klein, hätte ich 1000 Euro bezahlt im Monat. Und das war mir dann einfach, war mir einfach, die Wohnung war mir einfach zu klein. Und ich hatte dann auch in Deutschland diesen Sommer hatte ich einfach zu viel zu tun. Also es war wirklich sehr stressig und busy und so, da wollte ich kein Risiko eingehen. Da bin ich nur nach ein paar Tagen, habe ich dort ein paar potenzielle Kundenbesuche gehabt in Budapest tatsächlich. Ja, also gibt es auch sehr gute Softwarebuden. Also kann ich euch zumindest empfehlen, zum Beispiel Digital Natives. Ja, also die vielleicht der beste Softwareentwickler dort, international aufgestellt und so weiter, die jetzt auch gerade mit mir nochmal im Kontakt sind. Long story short, ich werde mir jetzt einfach mal das hier reinziehen. Und ja, genau, ich hatte nämlich den Treuhänder mal beauftragt, mir auszurechnen, was es alles braucht, um dort ein Business zu eröffnen. Und dort habe ich dann auch letzten Sommer einen Softwareentwickler spezialisiert auf S4 irgendwas mit 3, 4 Mitarbeitern, die für Infosys arbeiten und so weiter. Also long story, Siemens und Daimler-Benz als Kunden. Und der hat also auch in Budapest seit 3 Jahren eine Firma, auch seit 8 Jahren in Dubai und in Pakistan und auch in Berlin seit 2 Jahren. Und das Interessante ist, dass man nämlich, das ist nämlich sowas wie Gewerbesteuer in Budapest, wollte ich sagen, in Ungarn nicht gibt. Ja, also man hat quasi nur die Körperschaftssteuer von 15% sowas und that's it. Ja, und dann, wenn man sich natürlich das was ausbezahlen lässt aus der Firma, ja, dann zahlt man natürlich genauso stark Steuern wie hier. Also das ist dann nicht alles so günstig. Also es ist nicht das günstigste Land Europas, deswegen spricht auch niemand darüber. Also es ist nicht so wie so eine 10% Flatrate in Bulgarien und sowas, ne? Aber Bulgarien ist ja einfach quasi zu 100% Korruption, würde ich mal sagen. Ja, genauso wie Rumänien und so und Balkan und Zypern wahrscheinlich auch, ja. Also von daher, Ungarn ist relativ safe. Da passiert relativ wenig, muss ich echt sagen. Ich war jetzt wirklich mehrere Male, immer wieder längere Zeit auch dort in den letzten 5, 7 Jahren. Insgesamt wahrscheinlich fast ein Dreivierteljahr dort gelebt. Ja, also quasi über Airbnb, B&B und so weiter. Und dann meistens sind so kurzfristige Rentals, so Apartments und so weiter. Und es ist wirklich interessant. Und habe auch die Sprache begonnen dort zu lernen und so weiter. Man hat dann dort einige Vorteile, wenn man die Sprache kann. So auf ländlicheren Gebieten können die Leute einfach gar kein Englisch. Ja? Also das musst du einfach auch bedenken. Da hast du manchmal mit Deutsch mehr Glück. Aber ich wäre beinahe mal, muss ich mal irgendwie übernachten irgendwo
auf dem Zug, weil ich von der Party vom Plattensee zurück bin. Das ist schon länger her, jetzt hat es schon 7 Jahre oder so. Und dann habe ich einfach nichts verstanden. Ja? Also wusste ich nicht, wann der nächste Zug kommt. Na gut. Long story short, wir schauen uns einfach hier kurz Analyse an. Zack. Vor 5 Jahren hatte ich 10 Mitarbeiter und habe etwa 2 Millionen Euro Umsatz gemacht. Ja. Jetzt haben wir über 90 Mitarbeiter Ja. und machen 45 Millionen Euro Umsatz. Ja, nur der Punkt ist, was hat das mit mir zu tun? Es sei denn, ich würde genau dasselbe machen wollen wie du. Ja, und das ist bei diesen Werbeanzeigen, was ich einfach nicht verstehe. Ja, wenn sich einer hinstellt, der quasi nur Trainings macht, nichts anderes, ja, nur Konzepte, Strategien und Trainings, also keine operative Dienstleistung bietet und sagt, hey, ich habe mich von 2 Millionen auf 40, ja klar, weil ich ja nur quasi den Teil eines Skalierungsprozesses, eines Businesses macht, der Spaß macht, ja. Die operative Geschichte, ja, jeden Tag Calls machen, jeden Tag Werbeanzeigen schalten und so weiter, macht er ja gar nicht. Ja, das heißt, zum einen das Ganze, was weniger Spaß macht, was Routine, also eher langweilig ist, immer wieder das Gleiche und gleichzeitig auch wo mehr oder weniger das ganze Risiko trägt, macht man ja nicht und stellt sich dann hin und sagt, na, ich habe so und so viel. Ja, es ist halt immer das Gleiche, ne? Also es ist einfach Schneeball. Ne? Liebe Freunde des guten Geldes, herzlich willkommen hier aus Budapest zu einer neuen Ausgabe der World of Value Talk. Ich stehe hier auf der Dachterrasse des Hotel President in Budapest, mit wahrscheinlich einen der schönsten Blicke über die Stadt, die man überhaupt nur haben kann. Und meine Gesprächspartner heute sind Dr. Markus Krall und Dr. Markus Elsässer. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Danke. Das Thema der Tagung, der K&K-Anlegertagung, ist natürlich Ungarn und die K&K-Länder drumherum. Und da ist die Frage jetzt gerade in Zeiten, wo man nicht mehr weiß, wo man und wie man investieren soll, bieten sich denn die K&K-Länder Anfang des 21. Jahrhunderts noch an als Investment, als Standort, um dort zu investieren? Markus Krall, wie ist da Ihre Einschätzung? Ja, die Kernfrage ist, kann man noch investieren? Und die Antwort ist eigentlich ja. Es ist zwar schwieriger geworden zu investieren, aber hier in den K&K-Ländern kann man sagen, das Geld geht ja dahin, wo die Vernunft regiert. Ja, wo also Logik und Verstand zu Wort kommen. Und dort, wo Logik und Verstand zu Wort kommen, da regiert in der Regel die Marktwirtschaft. Und weil man hier beispielsweise Ungarn wahrscheinlich als freiestes Land Europas bezeichnen kann. Da muss ich gleich mal stoppen, Leute. Hier seht ihr hier so ein bisschen das Riesenrad von Budapest. Bei Markus Krall hier so ein bisschen kann man es erkennen hier. Ich hoffe, man sieht's. Und da habe ich bestimmt schon, da ist zum Beispiel das eine Hotel da gleich daneben. Also da kommen Erinnerungen wach. Also da habe ich bestimmt insgesamt schon ein halbes Jahr gewohnt. Ja, also das ist natürlich. Da fange ich an zu leuchten, Leute. Oh mein Gott, ich muss da hin. Oh, ich muss sofort alles hier verkaufen und ab die Post. So geil. Im Moment wird hier auch das Geld hinfließen. Und das hat zwei Vorteile. Erstens, die Investitionsopportunität entsteht ganz allgemein aus der marktwirtschaftlichen Ordnung. Und zweitens, weil mehr Geld dorthin fließt, werden auch die Bewertungen steigen. Und insofern, ja, ist die Antwort. Ja, Dr. Markus Elsässer, Sie sind viel herumgekommen in der Welt. Wie ist Ihre Einschätzung zu den K&K-Staaten? Ja, ich sehe das in der größeren Perspektive. Ich halte das 20. Jahrhundert mit den beiden Weltkriegen für fatal. Hätten wir die nicht gehabt, hätten wir längst ja ein wirklich geschlossenes Europa. Damals war ja im Unternehmertum und in der gehobenen Oberschicht, ist ja richtig international bereits. Adlige hatten Ölquellen in Baku, in St. Petersburg arbeitete die Hälfte der Bevölkerung als Ausländer, also die waren da tätig. Und da müssen wir wieder hinkommen. Und wenn ich mich hier zum Beispiel in Budapest umschaue, ich bin mal durch einige Wohnviertel gefahren, allein auf dem Gebiet, da teile ich die Meinung von Dr. Krall, die Vielfalt des Angebotes, der Möglichkeiten zum Renovieren, um ein Grundstück zu kaufen, um ein Development zu machen, allein in dem Sektor Ja. ist für mich erstaunlich, dass nach der langen Zeit, seit 1991, noch solche Opportunities da sind. Man muss natürlich sein Spezialgebiet suchen und professionell rangehen, aber auch da, ich würde sagen, ja, natürlich, gerade jetzt ist Zeit zum Investieren. Ja,
Ja, interessant ist ja auch, dass die Staatsquoten hier in den K&K-Ländern mittlerweile deutlich unter denen des Westens liegen. Und früher hat man immer gesagt, naja, in Deutschland sind die Staatsquoten höher, dafür funktioniert die Infrastruktur besser. Die Post funktioniert, die Bahn funktioniert. Aber selbst das kann man ja auch nicht mehr behaupten. Ich meine, wir haben hier in Ungarn, ich glaube, Unternehmenssteuersatz von 9%, Einkommensteuersatz pauschal bei 15%. Und trotzdem funktioniert hier ja schon die Infrastruktur. Markus Kral, kann man doch nicht anders sagen. Also die Antwort, ein Zug war pünktlich? Die Antwort ist ganz einfach. Der Staat beschränkt sich auf die Dinge, für die er wirklich da ist. Und die macht er dann auch anständig. In Deutschland macht der Staat alles, er fühlt sich für alles zuständig. Er ist sozusagen Bruce allmächtig, wenn man so will. Und dadurch, dass er sich für alles zuständig fühlt, ist er am Ende für gar nichts zuständig. Und das Ergebnis ist eine verfallende Infrastruktur, nichts funktioniert mehr. Die Dinge sehen abgeranzt aus, um nicht zu sagen, ja, versifft in vielen Teilen. Ja? Und man möchte sie eigentlich gar nicht mehr anfassen und betreten. Und das ist das Ergebnis einer Staatswirtschaft. Man muss es im Prinzip als Ausschluss des Sozialismus bezeichnen, wenn die Dinge nicht mehr funktionieren. Und wer sozialistische Rezepte anwendet, der erntet das. Ja, wichtig ist ja vor allem auch der Ausblick und die Wirtschaftsdynamik hier in Ungarn, auch in anderen K&K-Staaten, ist natürlich jetzt schon wesentlich dynamischer als bei uns im Westen. Dr. Markus Elsässer, wie kann man davon als Investor profitieren? Da ist ja jetzt die nächsten Jahre hier wirklich Aufbruchstimmung, man sieht es auch hier drumherum, das ist alles voll mit Kränen, hier wird gebaut, hier wird getan. Was gibt es für Möglichkeiten für Investoren, hier sich in irgendeiner Form zu beteiligen? Ja, ich glaube, entscheidend ist die eigene Standortanalyse und ein bisschen über den Tellerrand zu schauen. Also viele betrachten einfach, wenn sie wegen mir im Odenwald groß geworden sind, betrachten eben gewisse Länder als Ausland. Das ist ein völliger Quatsch. Ich würde sagen, aus deutscher Sicht ist die Mongolei ist ein Ausland, ja, oder Patagonien oder Chile, das ist sehr weit weg, das ist beschwerlich. Aber es ist ja so viel leichter geworden, sich kundig zu machen, kostenlos. Man kann wunderbar vorrecherchieren. Früher musste man irgendwie einen Anwalt erstmal finden, der mal im Land gelebt hat, ein Netzwerk hatte, der Leute kannte. Also heute hat jeder eine Chance, sich gut vorzubereiten. Man kommt billiger hierhin mit gewissen Airlines, wir wollen ja keine Reklame machen, billiger hin als mit dem Zug irgendwie, ich weiß nicht was, nach McFopo oder woanders hin. Man kommt geordneter hin. Von daher glaube ich, dass man auf der langen Linie einfach schauen muss. Und ich wiederhole nochmal, die Vielfalt an Möglichkeiten in den Ländern, wo eben auch schon wirklich alles saturiert ist und vergeben ist, wo der Staat eben durch den langen Zyklus vieles auch blockiert, muss man ja sagen, muss man einfach schauen, wo man hinkommt. Und mein Fazit ist, das A und O ist ja, man kann ja so fleißig sein und so klug sein, wie man will und auch kluge Freunde haben, aber man muss die Zeitepoche, in der man lebt, anerkennen und muss gucken, wo ist für mich als meine Person, wo ist zur rechten Zeit am rechten Ort. Und wenn das nicht vor der Haustür ist, dann muss man dahin gehen, wo es ist. Und das, glaube ich, wird für viele Investoren zutreffen. Man muss sich halt einfach mal auf die Socken machen. Ein großer Standortvorteil von Ungarn ist ja die Energiesicherheit auch über die nächsten Jahre, weil über die Türkei die Erdgaspipeline hier direkt nach Ungarn kommt. Die Verträge sind auch schon gesichert für die nächsten Jahre. Ich kann mir vorstellen, da wird eine Menge Industrie, insbesondere Chemieindustrie, andere energieintensiven Branchen aus Deutschland, werden sich jetzt wahrscheinlich überlegen, den Schritt nach Ungarn zu machen. Oder wie ist da die Einschätzung? Das ist völlig klar. Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir erst seit ein paar Monaten, also seit man den Wirtschaftskrieg mit Russland führt, dieses Energieproblem. Also da muss ich mir jetzt kurz mal einen Kommentar machen, weil sonst ist es ja keine Reaktion, sondern einfach nur ein Abfilmen. Also es gibt, ich fahre da immer mit dem Zug hin. Das heißt, München, Budapest gibt es den ÖBB, also den österreichischen Zug, der geht genau 6,5 Stunden. Ja, also es ist eine wunderschöne Zeit und ist noch aushaltbar. Und in der ersten Klasse gibt es teilweise Tickets von 60-70 Euro und du hast wirklich Beinfreiheit. Mit ein bisschen Glück findest du dort auch ein paar Gesprächspartner. Ab Salzburg ist keine Pflicht mehr, du weißt schon, was ich meine. Und dann kannst du dich auch normal unterhalten mit den Leuten. Und dann ist die Zeit rum wie im Nu. Ne? Also du musst dann quasi gar nicht diesen Umweg gehen, wenn du aus München bist, natürlich. Ja. Also ich zumindest auf jeden Fall. Und auf dem Weg dahin, ja, darauf wollte ich hinaus, also quasi, du hast dann quasi immer diese, ja, die
eigentlich eine Strecke, die, wenn die Gleise besser wären für Schnellzüge, dann würde die ganze Reise ja nur 3,5 Stunden dauern. Ja? Also, aber gut. Und von Wien, das geht dann quasi über Salzburg, dann gibt es St. Pölten und so weiter und dann eben zu Wien. Und nebenbei bemerkt, meine Nichte wohnt jetzt auch in Wien. Also es geht schon alles in die richtige Richtung. Studiert dort Wirtschaft. Und in Wien dann gibt es nochmal 3-4 Haltestellen. Und da gibt es eine Haltestelle bis Budapest in der Mitte, sowas, ist die Stadt Gior. Ja, und das ist deswegen so interessant, weil auf dem Zugweg dorthin von Wien über Gior, ja, dann zu Budapest, siehst du, egal zu welcher Tageszeit du diesen Zug fährst, immer die Züge entgegenkommen mit Hunderten von Audis und Daimler und Daimler-Benz, Audis und so weiter und so weiter. Das heißt, ich glaube, vor 7 Jahren hat BMW angefangen, dort die erste Produktion zu bauen und dann Audi. Und mittlerweile jetzt letztes oder vorletztes Jahr hat auch Daimler-Benz sein erstes Werk dort fertig gemacht. Also die ziehen da nicht ohne Grund hin, ja, ihre Produktionsstandorte. Ja. Und jetzt durch dieses ganze Energietechtelmechtel und so weiter, ja, wird es noch viel, viel stärker werden. Also ich bin ja genau aus der Branche, das heißt, also meine Kunden sind ja letztendlich IT-Kunden, die wiederum, deren Kunden wiederum sind aus der Industrie bis hin zu Daimler-Benz selber und so weiter und die ganzen Zulieferer und alles. Da war ich auch mal spezialisiert eine Zeit lang drauf. Mittlerweile ist es natürlich seit 2018, 19, seit die Elektromobilität richtig reingehauen hat, ist es natürlich alles ein bisschen schwieriger geworden. Mache ich mittlerweile auch Maschinenbauer und so weiter, aber long story short. Jetzt habe ich wieder den Faden voll, was wollte ich nicht sagen. Ja, genau. Und die kompletten, eigentlich letztendlich jede Industrie, die halt irgendwie schaut, wo kann ich meine Prozesse optimieren, wo habe ich stabilere Energiezufuhr und so weiter und einfach, wie kann ich günstiger produzieren, zumindest noch so lange, wie ich es muss. Ja, also teilweise werden dort ja Werke errichtet, wo sie wissen, okay, die Teile werden in 5 oder 10 Jahren gar nicht mehr gebraucht, aber das kann sich ja natürlich auch wieder ändern, wenn man sagt, wir machen jetzt mit E-Fuels und dann brauchen wir doch wieder Verbrennermotoren. Ich hoffe es zumindest, dass die irgendwann mal zur Vernunft kommen, weil ein Fakt ist, wir können nicht die gesamte Weltbevölkerung mit E-Autos ausstatten. Funktioniert einfach rein von den seltenen Erden her nicht, von den Netzen und alles mögliche andere noch. Aber gut. Und dadurch, dass jetzt natürlich Ungarn hier so ein bisschen eine Sonderrolle hat, also quasi im Gegensatz, das ist der große Unterschied, von Ungarn zu Polen, zu Tschechien. Polen und Tschechien, die liefern da Waffen rein nach Ukraine, die hassen Russland und zack und gib ihm und alles mögliche, haben super Schiss, ja, das nächste Land wäre Polen und Tschechien, wo da halt Russland reinfährt, ja, also im Gegensatz zu Ungarn hat diese Angst überhaupt null. Ja, null, komischerweise, seltsamerweise, ja, die machen da, die sind jetzt zwar auch so ein bisschen in der Zwickmühle, ja, weil die EU übt da Druck aus und so weiter, aber die machen das so ein bisschen wie der Türkei, ne, die versuchen eben, sich mit allen, also nicht zu sehr zu verscherzen und haben dort auch, wie schon eben gerade erwähnt, einfach ihre Grundversorgung ausgehandelt und so weiter. Die gehen halt ein bisschen einen anderen Weg, trauen sich halt auch, ja, und dann sagt man mal, ja, das ist da so ein Diktator und so weiter, sag ich mal, was sind denn bei uns das für Leute, ja, demokratisch gewählt, weiß ich nicht, ja, die setzen ja auch Gesetze um, hebeln Gesetze aus, irgendwelche Grundgesetze werden umgestrickt, ja, No-Bailout-Klausel wurde einfach über den Tisch geworfen und zig andere Sachen, ohne uns jemals danach zu fragen. Also, was für eine Art Demokratie haben denn wir eigentlich? Ja, in dem müssen wir uns vielleicht mal überhaupt mal überlegen, bevor wir irgendwie so ein Land, ein anderes Land wie Ungarn, ja, hier sagen, vielleicht mal selber mal den Spiegel vorhalten, ja, und also sagen, ja, Ungarn, das ist irgendwie kein demokratisches Land und der ist ein Diktator und was weiß ich alles und der ist rechts und links oder was weiß ich alles, ja. Also nur mal so viel dazu und Daimler-Benz und Audi und also unsere tragenden Säulen noch tragenden Säulen in Deutschland, ja, die den interessiert es sowieso alles nicht, ja, und die gehen ja nicht ganz ohne Grund nach Ungarn und von daher ja, wollte ich einfach mal kurz sagen, da ist einiges los
Und der Durchschnitts, zum Beispiel der Durchschnitts, ich habe da schon viele Leute kennengelernt, ja, über die Jahre, der Durchschnittsangestellte dort, ja, verdient halt, nur mal so viel dazu, zum Thema, ja, Lebenshaltungskosten und so weiter. Der durchschnittliche Angestellte dort verdient zwischen 450 und 750 Euro. Ich rede jetzt hier von Vollzeit arbeitenden Angestellten. Ja. Ich habe dort noch keinen getroffen, der irgendwie in einem Callcenter gearbeitet hat oder selbst irgendwo als Assistenz im Büro, geschweige denn irgendwo in der Bäckerei, Tag und Nacht geschuftet hat und so weiter, der mehr als wie 1000 Euro netto verdient hat. Ja. Und jetzt sagst du, ja, dort ist ja alles billiger. Nee, nicht unbedingt. Ja, also in, ich würde mal sagen, dass die Mieten, sagen wir mal, zum Beispiel in Budapest, wenn du in wirklich schicken Gegenden bist, sind die genauso teuer wie hier. Und damit meine ich München, also oder Umgebung. Ja, insgesamt kann man sagen, okay, es gibt ein paar Dinge, die sind vielleicht, sagen wir mal, um die Hälfte günstiger. Vielleicht Mieten, so ein bisschen ländliche Gegend und so, aber da musst du halt fragen, okay, will ich in der ländlichen Gegend wohnen? Ja, das ist ja stinklangweilig und da kannst du vielleicht Apfelbäume züchten und so weiter, weil ich auch mal beim Kumpel von mir oder eben einem Arbeitskollegen, da kenne ich einige Ungarn hier und deren Eltern und so weiter haben dann irgendwelche Besitztümer da in irgendwelchen abgelegenen mini kleinen Orten und so weiter, okay, da ist wahrscheinlich die Miete wesentlich günstiger, aber was willst du da machen? Ja, also gut, ich bin Stadtmensch und von daher ist es schon, also ich würde niemanden raten, jetzt nach Budapest zu gehen, um dort irgendwie zu arbeiten und sowas. Ich habe da zum Beispiel letztes Mal, es war auch sehr lustig, bei der Rückfahrt, wie ich letztes Mal diesen Sommer zurückgefahren bin, habe ich einen Consultant getroffen. First Class ist immer gut, würde ich immer empfehlen, First Class zu fahren, weil da triffst du viel interessantere Leute als wie in dem Second Class, in dem Zug, den ich dir erwähnt habe. Weil da zahlst du teilweise, also wenn du es ein bisschen schaust, dann zahlst du nur ein paar Euro mehr. Aber du bist halt First Class und das sind halt mehr bessere Leute. Ja? Also im Second Class muss ich schon ehrlich dazu sagen, da sind dann manchmal irgendwie so Zigeunerfamilien und da ist alles eng und so. Und dann im Sommer mit 30, 35 Grad im Schatten. Also ich würde dir wirklich empfehlen, fahr First Class. Also wirklich spar lieber einen Euro mehr oder verzichte lieber 3 Wochen auf Bier oder sowas und dann nimm dir First Class. Und da habe ich den Consultant kennengelernt von Roland Berger. Und zwar ist ganz interessant, der war nämlich für Siemens gearbeitet und war für die Modernisierung der Straßenbahn in Budapest zuständig. Und dort haben die teilweise, also nicht alle, es gibt wirklich in Budapest gibt es noch Straßenbahnen, die sind aus 1950. Und das macht das Ganze auch so interessant. Die haben die älteste U-Bahn der Welt. Also super geil aus dem Ersten Weltkrieg noch und so. Die ist so, so wunderschön dort. Und, aber haben auch gleichzeitig jetzt ein paar neue Siemens Straßenbahnen dort, die quasi moderner sind wie bei uns in München. Ja? Und was hat er da jetzt eingebaut? Ja, so irgendwie mit so automatischen irgendwas, habe ich jetzt vergessen. Irgendwelche Software. Na egal. Weiter im Text. kann nicht aufhören zu erzählen von Budapest. Ah, ich muss raus hier. Aber der einzigste Scheiß ist halt, dort ist das Wetter auch schlecht im Winter. Ja? Also es ist kontinentales Klima, das heißt im Winter etwas mehr kälter, im Sommer noch heißer wie hier. Dieses Jahr im Sommer hat es teilweise über 45 Grad gehabt, mit dem Grund, warum ich dann nicht hin bin im August. Also das erste Mal, dass ich im August nicht in Budapest war, seit, ich glaube, 5 Jahren. Ja. Das ist schon heftig, besonders wenn du da halt ein Stadtmensch bist und wohnst halt in der Stadt. Dann sitzt du halt den ganzen Tag im Hotel und ich arbeite ja sowieso immer, wenn ich, egal wo ich bin. Ich habe ja nie Urlaub, so gesehen. Also ich könnte hier stundenlang erzählen, ja. Also auch die Bäder, was es da für Bäder gibt, welche zu vermeiden sind. Also nicht alle Bäder sind gut und besonders im Sommer, wenn es heiß ist. Da gibt es halt auch Bäder mit weniger Qualität und dann gibt es halt wirklich richtig coole Bäder und so weiter. Und da gibt es auch touristische Bäder, wo du dann quasi irgendwie einen halben Kilometer anstehen musst, dass du mal reinkommst und so weiter. Also, weil Budapest ist ja so bekannt für seine Quellen und Bäder und alles und so. Also diesbezüglich würde ich eher dann wieder auf die ländlicheren Regionen. Da gibt es dann coole Quellen und sowas, wo nicht so viel los ist und so weiter. Aber long story, jetzt muss ich wieder weitermachen, sonst bin ich übermorgen noch hier am Erzählen.
Problem hätten, sondern wir haben es über Jahre hin programmiert auf diesen Zustand in Deutschland. Deutschland hat aber im Wesentlichen energieintensive Industrien. Denen wird jetzt die Lebensgrundlage entzogen und die werden schauen, wo finde ich gute Standorte. Ja. Und die werden nicht auf die andere Seite der Welt schauen, um gute Standorte zu finden, weil sie ja auch sowas wie Logistikkosten berücksichtigen, sondern die werden schauen, wo in der Nähe finde ich einen guten Standort. Und das wird genau hier sein. Ja. Um das zu bestätigen, ich glaube, dass die jüngere Generation, auf die wir es jetzt setzen müssen, ich glaube, dass die viel mobiler sein wird. Mhm. Und dann ist natürlich die Attraktivität gewisser, nicht nur Budapest, sondern generell gewisser auch historisch gewachsener alter Städten, auch mit der entsprechenden Bevölkerungsstruktur, ist natürlich äußerst attraktiv. Weil diese Generation, auch wie die Ältere, wir sind ja auch sehr verwöhnt. Also die Bereitschaft jetzt, sagen wir, als Pionier irgendwo weit ab in der Wüste Kasachstans, sozusagen mit einem Zelt neu anzufangen, so wie die Pioniere der Diamantenindustrie in Südafrika, der Cecil Rhodes und die Leute, die haben ja in Zelten erstmal 5 Jahre gelebt. So sind die Leute ja heute nicht. Und insofern werden die hingehen, wo interessante Jobs sind, und die werden aber auch gerne dahin gehen, wo man interessant leben kann. Ja. Wo es Lokale gibt, Sachen zu besichtigen, Freizeitwert und so weiter. Ja. Und also da kann man viele dieser Orte ja nur sehr empfehlen. Also ich glaube, das wird für Firmen leicht sein, interessante Leute für sich zu gewinnen. Ja. Was natürlich auch besonders hilfreich ist, ich merke immer so in Gesprächen, wenn man in ein Geschäft kommt und man spricht auf Englisch, dass dann gleich gesagt wird, sprechen Sie auch Deutsch. Ja, also diese alte Verbundenheit, diese historische Verbundenheit, diese Deutschkenntnisse macht es natürlich auch für deutsche Investoren einfacher. Also Ungarisch ist natürlich eine Herausforderung, aber man kommt hier mit Deutsch fast noch besser als mit Englisch durch. Also das ist schon toll hier am Standort. Ja, und ich glaube, was auch dazu kommt, ist, Markus Alsesser hat schon angesprochen, es ist kosmopolitisch. Und zwar ist es auf eine andere Weise kosmopolitisch als die westlichen Städte, die so langsam eigentlich nur noch das Wort Party kennen. Kosmopolitisch ist aber mehr als nur Party. Kosmopolitisch ist Theater, ist Kunst, ist Architektur, alte Architektur, ist das Stadtbild, sind ganz viele Dinge, auch Traditionen. Mhm. Das ist auch kosmopolitisch. Ja. Und ich glaube, die wahre Lebensqualität für jemanden, der unternehmerisch denkt und über den Tellerrand rausblickt, ist diese Art von Kosmopolitik. Ja, völlig richtig. Ja. Die Herren, es wird langsam frisch auf der Terrasse. Vielleicht Zeit jetzt mal für ein angenehmes Bad. Davon gibt es ja auch etliche hier in Budapest. Auf jeden Fall bedanke ich mich sehr fürs Zuhören. Und wir sehen uns dann hoffentlich wieder am 21. Januar zum nächsten Alpha-Trio. Und ich freue mich ganz besonders, dass Dr. Markus Alsesser wieder dabei ist. Ja, das bedarf jetzt keiner Erwähnung. In Frankfurt. Danke. Da werden wir wieder aktuelle Themen aufnehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir verabschieden uns ins Thermalbad hier in Budapest und bis zum Januar dann in Frankfurt. Tja, eben Leute, ich bin glücklich. Es ist dichter Nebel draußen, Samstag, 12.14 Uhr, 5. November 2022. Aber natürlich, hier ist ein kleiner Ausflug indirekt über YouTube nach Budapest. Ach, ich hätte mir im Sommer die Wohnung mieten müssen, aber die war mir zu klein. 1000 Euro, zu viel Geld. Bin am Sparen, ne? Sparen, sparen, sparen. Ich muss ja unbedingt finanziell frei werden und überhaupt und alles. Und ja, es geht alles viel zu langsam. Ich muss ja hier noch mehr Kunden. Noch mehr Kunden brauche ich hier. Noch mehr Umsatz. Da muss ich was ändern hier. Ich muss ja hier was mache ich hier in Deutschland noch? Was mache ich hier überhaupt? Nee. Ja, mein pakistanischer Kumpel hier hat sich schon bei mir gemeldet. Ja, WhatsApp, Thomas und so weiter. Muss ich unbedingt mal wieder hier besuchen. Ja? Schauen wir hier gleich mal. Ticket. Ticket, meine Damen und Herren. Ja. Komm hier. Jetzt geht's los. Leute. München. Budapest. Ja, schön. Also hier so kurzfristig nicht. Also schon mal hier so. Schau mal, was ist denn hier so? Samstag. Wir machen erstmal erste Klasse. Wie gesagt, brauchen wir auch kein extra Sitzplatzticket. Sparen wir sich wieder 6 Euro.
und dann mal checken hier etwas früher gehen, was es da so gibt an Preisen. Ja, hier, okay. Alles unter 100 Euro kann man echt lassen. Ja, ist relativ kurzfristig. Und, oh mein Gott, ich bin jetzt so gehypt durch dieses Video. Das ist der Hammer. Komm, Internet geht. Ja, hier zum Beispiel zwei Umstiege. Ne, wollen wir nicht. Immer direkt buchen. Ja, immer direkt buchen. Ein Umstieg, 6,5 Stunden. Was ist das für ein Umstieg? Ja. Verstehe ich jetzt nicht, wo ist da der Umstieg? 75 Euro kann man lassen. Ah, hier. Null Umstiege direkt. Ja. Ach so. Über Nacht. Na gut, okay. Ja, machen wir mal schauen, vielleicht sich noch etwas gedulden. Also ich will mal 2 Wochen versuchen, im Voraus zu buchen. Das ist immer so ein guter, 35 Jahre alt, immer so ein guter Ding, dass du halt einen guten Preis findest. Aber ich finde schon etwas, ja, ich meine, gute, ja, 80 Euro, sowas musst du schon immer zahlen. Ja, 70 Euro. Ja, hier, ein direkter. Ne? Also du hast so 3 bis 4 Mal pro Tag eine direkte Linie. Ne? Geht einfach direkt durch. Und da musst du nicht immer deinen ganzen Kram wieder raus aus dem Zug und wieder rein und so. Also würde ich dir wirklich absolut empfehlen. Ja, und dann kannst du hier so, sagen wir mal, den um 13 Uhr, dann bist du locker flockig um 20 Uhr dort. Kannst dich noch quasi dort installieren und am nächsten Tag dann... Ich habe es dann häufig teilweise so gemacht, dass ich samstags zum Beispiel hier den 13er genommen habe. Dann konnte ich quasi noch gut hier, ich bin ja hier in Dachau, na, konnte ich noch gut bis, sagen wir mal, bis 11 Uhr konnte ich richtig gut arbeiten, weil ich arbeite meistens, also grundsätzlich immer zumindest mindestens 4 Stunden vormittags am Samstag, weil ich dann einfach immer noch so quasi, ich bin, auf der einen Seite habe ich die Ruhe, gewisse Dinge zu tun, die ich unter der Woche nicht schaffe. Also quasi auch so strategische Sachen und so weiter, wo ich einfach nicht immer mit Kundengesprächen zu tun habe. Also da habe ich, deswegen arbeite ich Samstagvormittag sehr gerne. Auf der anderen Seite bin ich auch gleichzeitig noch gepumpt durch die Woche. Ja, ich habe die ganzen Ideen im Kopf und bin halt morgens immer am frischesten, was Arbeiten betrifft. Ja? Ja, deswegen bin ich dann meistens dann so gefahren, nehme dann entweder Samstag oder Sonntag oder Samstag, sagen wir mal, und dann hast du den ganzen Sonntag dort, um dich dann quasi dort zu installieren und dich umzuschauen, irgendwas Schönes zu machen halt einfach, ja. Und dann Montagmorgen geht halt die Arbeit dann wieder los, ja. Also und das Ganze halt für 70 Euro einfach, also 140 Euro hin und her, kriegst du, glaube ich, jetzt auch keinen Zug oder keinen Flug, der ja günstiger ist, weil du musst ja bedenken, wenn du einen Flug nimmst, ich weiß nicht, was das ist, dann Flüge oder so, dann Miami habe ich auch schon geschaut, Budapest, wenn du ein Ding nimmst, dann kommst du in so einen Flughafen, also das mache ich jetzt nicht extra, kommst du in den Flughafen, oder warte, ja, guck mal hier, da gibt es zum Beispiel gar keine Freien mehr, also hier. Also kostet dich viel mehr. Also Flüge sind sogar teurer. Ja. Und wenn du einen Zug, gehst du direkt dort in der Haupt, also eine von den beiden Haltestellen, hier im Zentrum Budapest steigst du aus und hast dann irgendwie eine 10 Minuten S-Bahnfahrt, U-Bahnfahrt, ne? Und bist dann im Zentrum mit 1000 verschiedenen Möglichkeiten von Unterkunft und also wirklich im Herzen dieser Stadt und
Das hast du halt bei dem Flughafen nicht, weil der Flughafen bist du halt in quasi, weiß nicht, wo man das jetzt am besten gut sehen könnte, hier irgendwie Budapest Flughafen. Ist ja etwas weiter draußen, ne? Und jetzt hier zum Beispiel Demárk Ferenctér, das ist so, das ist das, wo das Riesenrad ist, wo ich dir vorhin erzählt habe. Dann ist es halt schon 20 Kilometer, ne? Und wenn du halt quasi bei Keleti bist, Keleti, dann sind es halt gerade mal 2 Kilometer, ne? Also da kannst du, also mit der Straßenbahn oder sowas fahren. Und, oh mein Gott! Oh, allein schon, wenn ich auf die Google Maps Karte sehe. Oh. Ich will da hin. Ich will da hin. Ah. Ich brauche unbedingt eine Million Euro, Leute. Mit 1 Million Euro, dann stecke ich 75% stecke ich in Aktien, 10% Rendite, ja, in britische Aktien, da gibt es dann keine Quellensteuer auf die Dividende. Na, dann habe ich 75.000 Dividende im Jahr geteilt durch 12, 6.250 Euro Dividende in Pfund ausgezahlt, ungefähr so viel. Ja, genau, das ist mein Plan, aber da brauche ich vielleicht noch eine Zeit. Ich wollte es eigentlich, ist eigentlich schon viel früher alles. Ja, es ist einfach. Leute, ich mache jetzt Schluss. Ich wünsche euch viel Glück und viel Spaß. Und überhaupt, falls ihr dieses Video bis jetzt geschaut habt, checkt Budapest aus. Ich weiß, es ist. Ich Idiot habe auch quasi. Ich war in Ungarn einmal als Kind, ja, meinen Eltern, irgendwie 1986 oder sowas. Hab es nie gecheckt, dass einfach insgesamt das auch sehr interessante Gebiete sind, ja, also wahrscheinlich auch andere, ja, also ich bin jetzt komplett auf Ungarn. Ich habe immer so eine Phase von 5 bis 10 Jahren, da bin ich immer komplett begeistert von irgendeinem Ort, ja. Ich bin gespannt, wie lange das jetzt anhält bei Ungarn. Bei mir war es irgendwie so, davor war es mal Italien eine Zeit lang, dann Frankreich und dann Great Britain und dann Florida und so weiter. Also, na gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Achso, abonniert den Kanal, wenn euch quasi mehr Informationen wissen wollt, so zum, ja, so Reisen, Auswandern, andere Länder und solche Sachen. Ja, da habe ich auch schon viel. Könnte ich einiges teilen.